Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Mein Name ist Tom. Ich glaube, genau so geht ungefähr fast jedes Intro los. Aber ist nicht schlimm. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Show Chat. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das genannt habe. Ich sehe noch genauso aus wie vorher, denn es gab schon 3 Folgen. Das ist, glaube ich, die 4. Folge. Und unser Auftrag ist immer noch, wir laufen durch verschiedene Räume, die von unseren lieben Leuten von der Community vorgeschlagen wurden. Und da spazieren wir jetzt mal durch. Ich habe kurz mir überlegt, dass wir uns hier in der Lounge oder wie auch immer man das nennt, dass wir uns hier mal kurz sammeln. So, wir sammeln uns hier einfach mal kurz, dass hier wieder mal alle Leute sich mal wieder treffen, bevor es weitergeht, denn irgendwie verlieren wir immer mehr auf dem Weg. Es bleiben immer irgendwo welche zurück und das ist ein bisschen uncool. Deswegen sammeln wir uns hier einmal neu. So, hier sind auch schon ein paar Leute, sind hier schon wirklich... Hier ist ganz schön was los heute. Also, ich bin der tolle blaue Typi hier, so der einzige blaue und alle anderen sind... Ach ne, hier ist noch einer, der ist blau. Guck mal, bisher waren immer nur alle schwarz, hier ist noch einer in blau. Wer bist du denn? Hexenteufel. Ja, Hexenteufel, Daumen hoch, blau. Super, dann sind wir schon mal zu zweit. Also, wir treffen uns hier in diesem Lounge-Raum mit ganz vielen Freunden und Fremden und erkunden neue Leute. Neue Räume, habe ich gerade neue Leute gesagt? Wir erkunden neue Räume. Und zwar der nächste Raum, den wir uns angucken werden. Ich muss es immer kurz, weil hier ist alles live, hier ist nichts vorbereitet. Ist immer eine gute Ausrede zu sagen, dass man nichts gemacht hat. Der nächste Raum, ich zeige euch den, ist dieser hier von Maxim, Drachenburg heißt er. Deutsche Mark, also Maxims Drachenburg heißt der Raum. So. Den werden wir uns angucken mit hoffentlich so vielen Leuten, wie es geht, die sich hier beteiligen werden. Die Leute in diesem Raum und auch generell im Chat können mich nicht hören. Aber ihr in YouTube hört mich hoffentlich. Die können nur lesen, was ich schreibe. Deswegen muss ich denen immer ab und zu mal schreiben, dass es weitergeht. Wir ziehen weiter, liebe Freunde. Jetzt habe ich statt einem Ausrufezeichen einen Kreis gemacht. Ist auch ganz okay. Kreis ist das neue Ausrufezeichen, würde ich sagen. Und zwar, los geht's. Da ist schon Platz für 72 Leute. Das heißt, hier die paar Hansel hier, die werden wir ja wohl unterbekommen. Ja, zieh mal weiter, bitte. Schon auf dem Weg. So. Weiter geht's. Ja, guck mal, wie schön leer der Raum noch ist. Wie schön entspannt man sich das hier noch angucken kann. Dann tun wir das mal einfach mal schnell, weil die Leute laufen uns nach. Hier ist ein kleiner Drache, der versteckt sich in dieser Drachenburg. Ach, jetzt tauchen die auch schon hier auf. Okay, das ist ja verrückt. Ich dachte nur hier oben. Die hat eine tolle Rückseite, die man sich hier angucken kann. Hier ist einiges los. Man kann, so viel ich weiß, auch hier rumspazieren, was auch gerade jemand macht. Also der Raum ist... gehört immer noch zu einem meiner Lieblingsräume, den kann man sich selbst auch holen, dann ist er nicht dekoriert und dann kann man sich den nach Belieben dekorieren, wobei es ist schwierig aus so einem Raum was anderes zu machen, weil eine Drachenburg ist nur mal eine Drachenburg. Also, finde ich ganz toll, hier verläuft sich alles auch so ein bisschen, das ist nicht so zack, gestopft, nicht so mega übertrieben voll alles. Das heißt, hier passen einige Leute rein und trotzdem ist es noch gemütlich. Man kann trotzdem noch ein bisschen rumlaufen und man findet sich, wenn man weiß, wo man ist. Ich habe nicht aufgepasst. Ah, hier. Ja, hier hinten stehe ich rum. Dann latschen wir einfach mal da vorne sollen andere stehen. Wir setzen uns mal hier hin. Und da findet man sich auf jeden Fall immer schön in dem Raum. Finde ich gut. Gefällt mir auch der Drache, der... Macht sich sehr gut da unten drin. Ja, sieht nicht so gefährlich aus, aber ist auch ganz okay. Wir machen wie immer ein kleines Erinnerungsfoto und dann gehen wir... Wie weit geht denn... Okay, das Wasser hört auch irgendwann auf. Dann gehen wir Vollgas weiter. Nämlich, wir haben noch einige Räume zu erkunden, glaube ich. Wir haben noch einige Räume zu erkunden. Das werden wir jetzt gleich machen. Vorher machen wir ein Foto. Hier, Chat mal weg. Mal ein bisschen näher ran, so, und dann sagen wir ja Peng, so, und dann Foto hochladen und dann schreiben wir, keine Ahnung, Game of Kui.
Zack, weg damit. Und weiter geht's. Hier, wir halten uns ganz lange auf, denn wir haben hier noch Räume zu erkunden. Der nächste Raum. Der nächste Raum ist schon ein bisschen älter, auch ein kleiner Klassiker von McDonald's. Und der Raum heißt McDonald's. Ja, da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt, was uns in McDonald's seinem Raum erwartet. Ja, 52 Leute gehen da rein. Reicht für hier und los. Oh, ich habe dir nicht geschrieben, dass es weitergeht. Naja, die werden es hoffentlich mitbekommen, dass wir jetzt umziehen. Die kriegen hier oben, bei euch ist es hier YouTube, die kriegen hier oben immer so eine Bing-Benachrichtigung, dass wir in einen neuen Raum gegangen sind. Und ich habe immer das Bedürfnis, mich zu setzen. Dieses Mal setze ich mich nicht, dieses Mal werde ich hier verkaufen. Ja, man muss auch mal was für sein Geld tun, man muss auch mal ein bisschen arbeiten. Stellen wir uns mal hier an den Computer, so, warte, wir müssen das natürlich so schon hier anständig machen. Sieht das so okay aus von hier? Genau, hier stellen wir uns mal dahin und da steht schon der Erste, er hätte bestimmt gerne ein Happy Meal oder sowas. Und dann machen wir eine etwas verrücktere Animation, machen wir hier so, ja, so wie freche McDonald's-Mitarbeiter das machen. So, ich arbeite heute überhaupt nichts. Ja, ein auch durchaus aufwendiger Raum, muss man natürlich schon sagen. Er hat sogar hier oben die Preise in CP und CC ausgewiesen. Also Kui Points und Kui Cash. Finde ich super. Auch an sich, wie die ganze Farbkombination funktioniert. Er hat hier diesen, so ein, was ist das? Dieses aus diesem Kinderspielplatz, was normalerweise draußen steht, Outdoor. Hat er sich auch hier reingebaut, einfach für die Kiddies. An die ist auch gedacht. Okay, wenn man den Raum zu doof dreht, dann guckt man natürlich durch. Oh, das ist eine Menge Glas. Guckt man durch Glas, was ist denn das hier? Geländer. Geländer. Ach, verrückt. Der hat das so rum. Der hat das so rumgebaut. Also quasi so ist die Flucht nach hinten. Das sind keine einzelnen. Das ist ja cool gemacht. Dadurch kriegt er diese Wellenform auch hin. Nicht schlecht. Kreativ. Richtig schön kreativ. Ja. So. Das heißt, wir können ja hier gleich schon mal unser Foto machen. Vielleicht entdecken wir ja. Vielleicht sollten wir. Ey, aber hier, warte, wir schreiben mal kurz. Kurz was rein. Bitte anstellen. Wer drängelt, bekommt sein Essen nicht. So, wir haben gesagt, wir machen hier mit Großbuchstaben und so. Vorbildlich. So, mal schauen, ob sich da irgendjemand dran hält. Eher wohl nicht so. Aber hey, okay. Also, jetzt müssen wir noch einen kleinen Ausschnitt irgendwie. Ach, guck mal, da stellen sich doch schon Leute an. Das ist doch hier. Deutsche können sich einfach anstellen. Das ist so eine deutsche Tugend. Okay, sie hat es nicht verstanden, wie es funktioniert. Immerhin hat sie sich nur einmal vorgedrängelt. Ist doch auch schon mal was. Ich dränge mich nur ein bisschen. Ey, da oben ist ein DJ. McDonald. Ach, was, das ist dein Raum und du bist hier? Wow, hast du ein Glück. Ist das wirklich, ist das der McDonald's? McDonald's? So viele gibt es, glaube ich, nicht. Nicht schlecht. Wir sind in deinem Raum. Du hast echt ganz schön viel Glück, dass der Raum so kreativ geworden ist. Also, wir machen jetzt ein tolles Foto. Hier mit ohne Chat. Diesmal machen wir ein Hochkantfoto. Das ist super. Das wird super groß. Wir müssen den Raum hier kleiner machen. So, der McDonald's darf gerne mit drauf. Er freut sich bestimmt. Und bapp, zack, ab dafür. Und wir nennen es Willkommen bei Burger King, da muss noch ein Leerzeichen da rein. Ihre Bestellung, bitte. Machen wir Ausrufezeichen da vorne hin, so. Und ab dafür, wapp, weg mit dem Foto. Also, ein schöner Raum. Hier oben läuft ein McDonald's, hier oben rechts läuft ein McDonald's Werbespot. Falls man noch nicht genug von McDonald's hat, huch, Hilfe. Kann man sich gerne noch einen Werbespot davon angucken. Also McDonald's Overkill angesagt hier, aber kann man nochmal machen. Ist doch mal durchaus lustig. Auch hier diese Bänke, die sehen wirklich, die sehen ganz schön original McDonald's aus. Original 60er, 70er Jahre McDonald's. Klasse. Daumen hoch für dich, McDonald's, für deinen Raum McDonald's. So, übrigens, wir werden nicht von einer Fastfood-Kette gesponsert hier. Also McDonald's weiß davon noch nichts. Aber falls ihr Bock habt, ruft mal an. So, jetzt geht's weiter.
in den nächsten Raum. Ach, schon wieder falsch kopiert. Ich habe einfach zu viele Dateien auf dieser Seite auf. So, der nächste. Okay, der hat ein sehr leeres Thumbnail. Thumbnail. Und zwar von Pumahu. Tinkerbellland heißt der nächste Raum. Und wie man auf dem Bildchen sieht, ist da wohl nicht so viel los. Ich hoffe, er hat das Bild gemacht, bevor der Raum fertig war und nicht als der Raum fertig war. Pumahu, wir werden sehen, wie groß deine Baukünste sind. Hier sind ganz schön viele Leute, da passen nur 42 Leute rein. Ich erweitere das mal. Pumahu, wir erweitern mal deinen Raum kurz, so dass da nicht mehr 42 Leute reinpassen, sondern Raum-ID, sondern wir sagen mal, wie viel sind wir hier? Keine Ahnung, 72 Leute passen da. 72 ist immer eine schöne runde Zahl. 72 Leute sollen hier rein, ja. Und jetzt passen in diesen Raum, wenn ich hier einmal F5 drücke, Tinkerbelland, 72 Leute. Ich schreibe dir noch kurz, dass es weitergeht. Auf geht's. Nächster Raum. Los geht's. Oh, hier passiert schon viel. Hier passiert jetzt schon viel, obwohl noch niemand da ist. Oh je. Okay. Das könnte jetzt etwas durcheinander werden, aber nicht so schlimm. Ich merke mir einfach, wo wir hinlaufen. Also wir laufen hier ans Lagerfeuer. Lagerfeuer ist ein guter Sammelpunkt. Also, das hier sieht aus so ähnlich wie der Märchenwald von Cruella. Ich glaube, der war von Cruella. Wie der Märchenwald von ihr. Hier sind allerdings keine Märchen, sondern hier sind... Ich weiß nicht genau, was hier ist. Hier bin ich auf jeden Fall. Und hier ist ein Gartenzwerg in einem Glas-Ding eingesperrt. Er spielt eine E-Gitarre. Ja, das kommt häufiger vor in der freien Natur. Da werden häufiger Dings eingesperrt. Gartenzwerge. So, dann, was haben wir denn hier noch? Da ist eine Sandburg. Hier schaukeln zwei Mädel. Oh, da fliegt ein Wolf durch die Gegend. Warum fliegt der durch die Gegend? Zu wem gehört da sein Wolf nicht unter Kontrolle? Ist bestimmt eine von euch zwei. Muss ja so sein. Wahrscheinlich ist es dein Wolf hier. Ja, ist sehr ungünstig, den Wolf beim Schaukeln mitzunehmen. Wie man sieht, gefällt es ihm nicht so. Solltest du dir vielleicht nächstes Mal überlegen. Vielleicht kettest du ihn nächstes Mal einfach irgendwo an. Wow, ist das ein Riesenchaos hier. Guck mal, wie soll man da auch nur irgendwas... Das ist ja crazy. Verrückt, ich weiß gar nicht, wo ich hier als nächstes hingucken soll. Was machst du hier? Ah ja, okay. Du hast Jigsaw dabei. Ist das Jigsaw? Guck mal, er guckt so mega überfordert. So, was passiert hier um mich rum? Die sind doch alle verrückt. Dabei ist er der Verrückte. Er sitzt auf einem Dreirad. Verstehst du? Er sitzt auf einem Dreirad und fährt ums Lagerfeuer. Okay. So, Jigsaw. Also, auch ein toller Raum. Tinkerbell Land von Pumahu. Finde ich auch nicht schlecht. Supi. Guck mal, er hat einen Panda, der etwas schief am Baum hängt. Er hat es versucht hochzukrabbeln, hat es aber aufgegeben, weil er hat gemerkt, krabbeln ist mega oder klettern ist sehr anstrengend, ist doch nicht so ihn. Und dann war er aber schon so weit, dass er sich gedacht hat, okay, jetzt wieder zurückzugehen auf den Boden ist auch unnötig, weil jetzt hänge ich ja schon hier. Und jetzt denkt er einfach, er ist ein Faultier. Ja, er hat sich gedacht, ja, diese Faultiere, die habe ich mal auf YouTube gesehen, ich will auch so eins werden. Und ich fange jetzt einfach mal an. Dass ich jetzt zwar 400 Kilo wiege und eigentlich hier überhaupt nicht reinpasse, ist dem auch mal egal. Ist ihm egal. Er isst hier sein Gras einfach, was seit neuestem am Baum wächst. Weil er ist zu weit gekommen. Das ist an irgendeinem Punkt im Leben ist man einfach zu weit und man kommt nicht mehr zurück. So geht es dem Faultier-Bär hier. Auf jeden Fall. So. Also, ich mache keine Emojis mit euch. Tut mir leid. Ich kann auch nicht mit euch chatten oder ich kann auch nicht hier privat chatten. Wir können ja mal irgendeinen Privatchat aufmachen, keine Ahnung. Wenn man hier drauf drückt, bupp, kommt hier irgendjemand. Die Texturen laden ein bisschen langsam heute, mein Internet. Dann ist das hier ein privater Chat. Aber ich habe jetzt keine Zeit, stell dir mal vor, ich müsste mit euch, also das ist bei euch hier, mit den ganzen Leuten hier, wenn ich dazu mache, kommen ja unten wieder neue dazu. Stell dir vor, ich müsste hier mit jedem quatschen. Ich hätte da gar keine Zeit. Es tut mir sehr leid. Aber das geht heute leider nicht. Oh, jetzt schnell hier hoffen, dass hier keine Musik startet. Also, das hier ist Tinkerbellland. Wir machen ein Erinnerungs... vom Panda, oder? Ja, das ist unser... Der Panda hat es verdient, aufs Foto zu kommen. Und zwar in der...
in der gemütlichsten Position, die ich finden kann. Die ist ungefähr so. So, ich finde, wir sollten ihn auf jeden Fall so fotografieren. So, hier machen ein Foto. Warte, nein, lauf nicht in den Weg. Oh, danke, dass du weitergelaufen bist. So, und wir schreiben. ich bin jetzt ein Faulbär. Panda-Bär, Faulbär, versteht ihr? Ist das zu flach? Ist ja egal. Ist ja komplett egal. So, ich bin jetzt ein Faulbär. Gute Nacht. Nacht. Und tschub, ab dafür. Foto ist raus. Tinkerbell Land ist besichtigt. Vielen Dank, lieber Pumahu, dass du es gebaut hast. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann wir diese Folge hier angefangen haben. Haben wir noch Zeit für einen... ich wollte noch eine Folge machen. Dann machen wir es einfach in der nächsten Folge, ja? Jo. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache noch eine Folge. Ich verabschiede mich hier kurz mal von den Leuten. Gleich geht's weiter. Komma, nicht weg. Och, was ist denn heute los? Dass dieses Mikrofon hängt hier über der Tastatur. Ich sehe gar nichts. Nicht wegrennen. So, wir gehen wieder Oh, hier ist noch der Chat offen. Zack. Entspannt zu unserem Hotline-Blinkstrand. Ihr wisst Bescheid. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich bin sehr beeindruckt, dass es wirklich Leute gibt, die sich den Quatsch hier angucken. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch ein bisschen Spaß. Ihr dürft gerne in den Kommentaren nur reinschreiben, was ihr gut findet und schlecht und was für Räume ich noch angucken soll. Schreibt einfach rein, was ihr wollt. Ich freue mich über alles, was da steht. Auch hier beleidigt mich und so, ist mir komplett egal. So, weil ihr wisst Bescheid, ich bin kein YouTuber, ich mache kein Let's Play. Und ich habe eigentlich ganz viele andere Sachen noch zu tun. Aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Wir machen einen Let's Play Show Chat oder wie auch immer das heißt. Es geht jetzt gleich weiter mit wahrscheinlich der letzten Folge. Denn sonst wird es einfach viel zu lang. Und irgendwann wird es halt auch vielleicht langweilig, wenn wir uns immer wieder nur irgendwelche Räume angucken. Aber bis dahin, schaltet nächstes Mal nochmal ein. Vielen Dank, dass ihr die Folgen geguckt habt und die davor. Weil habt ihr bestimmt alle gemacht, so wie ich euch kenne. Es war mir eine Ehre. Bleibt sauber bis wahrscheinlich nächste Woche oder so. Ich bleibe ja jetzt hier. Macht's gut. Auf Wiedersehen.